hoffe, euch geht's gut. Heute zeige ich euch ein paar super hilfreiche Tipps und Hacks für euer nächstes Vorstellungsgespräch. Denn ich finde, das ist einfach so ein wichtiges Thema, da es um eure Zukunft geht. Sei es in einem Praktikum, Ausbildung oder für euren nächsten Job. Und deshalb hoffe ich wirklich, dass ihr nach diesem Video gut gewappnet seid. Aber um das Ganze noch spannender zu machen, darf ich gemeinsam mit der Wirtschaftswerkstatt an einen von euch einen 150 € Einkaufsgutschein für den H&M verlosen. Richtig cool. Wie ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr im Video. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich noch schnell von euch in den Kommentaren wissen, um wie viel Uhr ihr gerade dieses Video schaut. Ich drehe gerade um 14.50 Uhr. Ich bin gespannt, was ihr alle schreibt. Also ab damit in die Kommentare. Und dann legen wir los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinen Tipps und Hacks und los geht's! Wenn ihr in euer Vorstellungsgespräch geht, dann gibt es drei super wichtige Punkte, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet und bei denen ich euch gleich zeige, wie ihr sie richtig macht. Das wären eure Kleidung, eure Körperhaltung und natürlich auch das, was ihr schlussendlich sagt. Aber wir starten in diesem Video mit eurer Kleidung, denn das ist so das Erste, was man von euch sieht und wovon man am meisten auch den ersten Eindruck von euch bekommt. Eure Kleiderwahl sagt super viel über euch aus und zeigt auch einfach, wie gut ihr euch auf das Gespräch vorbereitet habt. Denn leider gibt es nicht das eine perfekte Outfit für alle. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem in welcher Branche oder Firma ihr euch bewerbt. Am besten ist es, wenn ihr vorher schon rausfinden könnt, wie die Mitarbeiter normalerweise so zur Arbeit gehen und dann versucht, ungefähr genauso oder eben noch schicker dort anzukommen. Ganz wichtig ist aber, dass ihr keine Printshirts anzieht oder irgendwie große Logos auf eurem T-Shirt oder eurer Bluse habt, denn ihr wollt ja keine Werbung für irgendeine Marke machen oder zu sehr von euch selbst ablenken und darum versucht auch irgendwelche großen Muster wie Punkte oder Streifen in diesem Outfit am besten zu vermeiden. Mit was ihr allerdings fast nie falsch liegen könnt, ist eine schöne Bluse und wenn ihr das ganze Outfit dann noch in schwarz-weiß haltet, dann seht ihr einfach zeitlos schick und schön aus und passt damit auch eigentlich in die meisten Vorstellungsgespräche richtig gut rein. Wichtig ist hierbei nur, dass ihr die schickere Version von euch selbst seid, also ihr sollt euch nicht verkleidet fühlen, aber auf jeden Fall eleganter aussehen als normalerweise im Alltag. So, und jetzt zeige ich euch noch gemeinsam mit der Wirtschaftswerkstatt mein persönliches Lieblingsoutfit für eine Bewerbung. Das ist auch sehr schick, aber ein bisschen moderner. Dafür trägt ihr dann wieder in schwarz-weiß ein T-Shirt so reingesteckt in eine schicke Hose und kombiniert das Ganze dann mit einem richtig tollen farbigen Hingucker, wie zum Beispiel diesem Blazer hier. Dadurch fallt ihr optisch einfach schon direkt auf, allerdings natürlich positiv gemeint, solange ihr Knallfarben vermeidet. Also so ein Knallrot ist, glaube ich, ein bisschen zu aufdringlich. Versucht deshalb lieber mal Rosé, Beige oder Blushtöne und dann sieht das auf jeden Fall richtig gut aus. Dann müsst ihr euch allerdings nur noch überlegen, wo ihr die Kleider nun herbekommt. Und dann müsst ihr einfach mal schauen, was so euer Budget ist und welche Marken da reinpassen. Ihr braucht kein super teures Outfit, um gut auszusehen, aber ihr solltet trotzdem darauf achten, dass die Qualität von eurem Outfit stimmt. Und ich persönlich gehe zum Beispiel super gerne bei H&M einkaufen. Den Blazer habe ich zum Beispiel von dort, mein T-Shirt habe ich von ASOS und die Hose von Topshop. Ihr merkt also, dass man sich im Vorfeld auf jeden Fall Gedanken über die verschiedenen Materialien oder auch Kombinationen der Kleidungsstücke machen sollte. Aber es muss nicht unbedingt Markenkleidung sein, um irgendwie gut und gepflegt auszusehen. Und an dieser Stelle könnt ihr einfach mal raten, was so mein gesamtes Outfit wohl gekostet hat. Das gehört nämlich mit zur Verlosung dazu. Also macht euch da gut Gedanken und merkt euch den Betrag bis zum Ende. Da erkläre ich euch nämlich dann, wie ihr an der Verlosung damit teilnehmen könnt. Und nachdem ihr jetzt schon einmal optisch einen guten Eindruck gemacht habt, können wir weitermachen mit eurer Mimik, Gestik oder auch Haltung. Also alles, was so zu eurer Körpersprache dazu gehört. Bei der Begrüßung solltet ihr darauf achten, dass ihr eurem Gegenüber einmal richtig die Hand gebt. Also haltet eure Hand nicht nur einfach so hin, sondern drückt einmal kurz und fest zu. Das zeigt dann nämlich einfach, dass ihr zielstrebig und auch selbstsicher in das ganze Gespräch reingeht. Sobald ihr dann im Raum angekommen seid, geht es um eure richtige Haltung. Versucht hierbei, eure Hände oder Arme nicht vor eurem Körper zu verschränken. Das macht man gerne als Schutzmechanismus, wenn man nervös ist, aber das sieht einfach immer abweisend aus. Und genauso wenig solltet ihr aber zulässig da sitzen, sonst wirkt ihr natürlich gelangweilt, also versucht einfach aufrecht und gerade zu sitzen. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Problem, und zwar, was macht man mit seinen Händen? Viele Leute nehmen dann gerne einen Stift mit, um sich einfach daran festzuhalten. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann einfach die gleichen nervösen Handbewegungen macht, nur eben mit dem Stift in der Hand, und dann sieht das Ganze noch viel unruhiger aus. Deshalb nehmt euch lieber ein Notizbuch mit, was ihr dann direkt vor euch auf den Tisch und darauf eure Hände legen könnt, und dann werdet ihr merken, dass ihr gleich viel ruhiger werdet und auch nicht mehr mit euren Händen rumzappelt.
Auf was ihr natürlich auch achten solltet, ist ein netter und interessierter Gesichtsausdruck. Und ich finde, das geht am besten, wenn man zuerst ein bisschen lächelt und dann auch seinen Kopf so ein bisschen neigt. Irgendwie, keine Ahnung, finde ich, dass man dadurch immer freundlich und offen aussieht. Ihr könnt es ja einfach mal zu Hause vorm Spiegel bei euch selber ausprobieren. Und wenn ihr schon dabei seid, dann versucht euch auch einfach anzugewöhnen, immer Blickkontakt zu eurem Gesprächspartner zu halten. Ansonsten kann das nämlich ganz schnell auch abwesend und desinteressiert aussehen. Nach all diesen äußerlichen Sachen kommt es in einem Bewerbungsgespräch aber natürlich auch darauf an, was ihr schlussendlich sagt. Und damit ihr dann währenddessen nicht ins Stottern kommt oder vielleicht einfach zu lange überlegen müsst, was ihr eigentlich antworten wollt, ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn ihr euch im Vorfeld schon mal mit euren Eltern oder mit euren Freunden hinsetzt und so ein Gespräch durchspielt und einfach schon mal ein bisschen übt und euch vor allem auch überlegt, was ihr auf so Standardfragen antwortet, die eigentlich in jedem Gespräch gefragt werden, wie zum Beispiel, was sind denn ihre Stärken und Schwächen? Hier kann ich euch auf jeden Fall als Tipp mitgeben, dass ihr all eure Fähigkeiten auch irgendwie begründet. Also sagt nicht nur, dass ihr teamfähig seid, sondern sagt, dass ihr gut in einem Team arbeiten könnt, weil ihr zum Beispiel in eurer Freizeit gerne Fußball spielt in einer Mannschaft oder wenn ihr sagen wollt, dass ihr sehr kreativ seid, dann könnt ihr zum Beispiel erzählen, dass ihr auch sehr gerne zeichnet oder fotografiert. Allerdings ist es ganz wichtig, dass ihr hierbei nichts erfindet oder lügt, sondern wirklich bei der Wahrheit und bei euch selber bleibt. Dadurch werdet ihr einfach richtig glaubwürdig und euer Gegenüber erfährt noch mehr über euch und ihr habt vielleicht direkt auch ein neues Gesprächsthema, über was ihr noch reden könntet, wie zum Beispiel eure Hobbys. Eine Frage, die ihr mit Sicherheit in jedem Vorstellungsgespräch gestellt bekommt, ist, ob ihr selbst noch Fragen habt. Und hier solltet ihr niemals mit Nein antworten, sondern macht euch am besten schon im Vorfeld Gedanken über ein paar spannende Fragen, die ihr stellen könntet. Das müssen auch gar nicht viele sein, da reichen absolut ein oder zwei Fragen aus, die aber wirklich gut durchdacht sind und auch nochmal zeigen, dass ihr wirklich Interesse an dem Job habt. Und das hinterlässt dann einfach nochmal von euch so einen richtig guten letzten Eindruck, mit dem euer Gesprächspartner dann aus dem ganzen Vorstellungsgespräch rausgeht. Zwei Fragen, die ich zum Beispiel richtig gut finde, sind: Warum arbeiten Sie denn gerne hier? Oder wie würden Sie denn den perfekten Kandidat für genau diese Stelle hier beschreiben? So Leute, das waren also meine Tipps und Hacks für euer nächstes Vorstellungsgespräch. Und jetzt wollte ich euch noch erklären, wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Und zwar habe ich euch ja im Video mein perfektes Bewerbungsoutfit gezeigt. Und ihr könnt jetzt einfach mal überlegen, wie viel das wohl so insgesamt gekostet hat. Zusammen mit der Wirtschaftswerkstatt, das ist eine Bildungsinitiative der Schufa, darf ich dann an denjenigen, der am nächsten an der richtigen Summe dran ist oder sie sogar vielleicht exakt schätzt, einen 150€ Einkaufsgutschein für den H&M verlosen. Richtig cool. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eben zu schätzen, wie viel das wohl gekostet hat und dann über den Link in der Infobox eure Schätzung an die Wirtschaftswerkstatt zu senden. Die ermitteln dann den Gewinner und ich darf den Gutschein dann in wenigen Tagen losschicken. Also ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit und bin super gespannt, wer das richtig errät von euch. Ich drücke natürlich allen, die mitmachen, ganz fest die Daumen und hoffe ansonsten, dass euch auch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft meinem Kanal immer sehr viel weiter und schreibt mir auch gerne noch in die Kommentare, um wie viel Uhr ihr dieses Video schaut. So, das war es aber von mir. Ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut, Leute!